Hallihallo ihr Lieben, willkommen zurück zu Ark Extinction. Heute steht an Rixxim. Wir hatten ja in der letzten Folge versucht, in der Waldhöhle mit Darwin voranzukommen. Das lief nicht ganz so gut. Und da ich kein Giga zähmen kann, beziehungsweise ich mir den Sattel noch nicht freischalten kann, versuchen wir es dann doch lieber mit einem Rex. Und da ist mir nämlich eingefallen, dass ich hier schon mal einen gesehen hatte. Direkt vor den Stadttoren sozusagen. Der Level 140 war. Und genau den will ich mir jetzt holen. Und das machen wir diesmal ein bisschen professioneller. Ihr seht das, ich habe hier ein paar Tore schon gecraftet. Ich mache so eine Art Zähmgehege. Irgendwie lässt sich das hier schwer setzen. So müsste das ganz gut gehen. Dann mache ich hier noch eins hin. Das vierte lasse ich noch im Inventar, weil der muss ja erstmal hier rein. Setze hier aber die Bärenfalle noch rein. So, ist jetzt... Ist die gar nicht offen? Muss ich die selber noch aktivieren? Ah, nee. Jetzt. Okay. Das müsste so passen. Ja, und dann ist halt die nächste Aufgabe, den von hier draußen da reinzulocken. Das sollte nicht so schwierig sein. Ich muss aber hier vielleicht vorher noch ein bisschen den Weg freiräumen. Hoffe ich, dass der auch noch da ist. Nicht, dass der... Ah, da drüben, das müsste er sein. Ich guck nochmal. Ja, Level 140. So, gegen den Bären wird er hoffentlich fertig. Da will ich jetzt ungern eingreifen. Nicht dahin. Du kannst gern ein bisschen an einem Uhu dran rumfressen. Hallo, du sollst mir folgen. Lass dich doch nicht immer abwinken. Dass man immer kurz rankommt. Und dann, wenn er zubeißen will, machen wir nochmal einen kurzen Sprint. Das sieht auch ganz gut aus hier. Da haben wir den Sprint verpasst. Noch höre ich ihn stampfen. Ja, das ist gut. Jetzt finde ich, glaube ich, die Schildkröte interessanter. Dann soll er seinen Spaß, ihren Spaß noch haben. Sie, soll sie ihren Spaß noch haben. So, aber jetzt mitkommen. Ja, folge mir hier rein. Da hat die Falle zugeschnappt. Und jetzt bauen wir dich hier ein. Das muss nicht hundertprozentig gerade sein. Hauptsache, der ist dann drin. So, siehst du. Jetzt nochmal zubeißen, meinetwegen. So. Und jetzt kann ich dich in Ruhe hier beschießen. Ich habe ja auch eine verbesserte Armbrust.
die wir vom Raptor Klaus damals bekommen haben. Das müsste eine davon sein. Hatten wir ja einige. Mal gucken, dass hier nicht noch irgendwas am Uhu rumknabbert. Ja, ich weiß, du bist unglücklich da in diesem Gehege. Aber ich habe Großes mit dir vor. Du musst mein Höhlenrex werden. Schlafen. Komm. Wehre dich nicht zu sehr dagegen. Das sieht jetzt nach Fluchtmodus aus. Das heißt, müsste eigentlich bald umfallen. Hauptsache, er fängt nicht noch an, das Track anzufressen. Irgendwie hier in den Kopf zu schießen, funktioniert nicht. Dann halt doch wieder in den Oberschenkel. Komm. Ja, sehr gut. Rex liegt. Das heißt, ja. Fleisch ranschaffen. Erstmal nochmal gucken. Werte. Ah, Nahkampfschaden. Ah, jetzt nicht so berauschend. Unter 200% bei dem Level. Ja. Naja. Dann mal gucken, dass wir noch was draus machen. Vielleicht bekommt sie ja nach dem Zähmen noch überdurchschnittlich viele Level da auf Nahkampfschaden dazu. Gut, und jetzt brauchen wir Premiumfleisch. Kibbel habe ich jetzt nicht da, beziehungsweise habe ich noch gar nicht geguckt, was ich für einen Rex jetzt brauche nach der Kibbelüberarbeitung. Aber ich denke mal, mit den 10 Einstellungen, die ich hier auf dem Server habe, ist Premium-Fleisch auch in Ordnung. Man muss noch welches finden. So, hier läuft ein Stego. Und den würde ich jetzt auch mit meiner verbesserten Pike abernten. In der Hoffnung, dass ich da mehr Premium-Fleisch rauskriege. Aber ich glaube, das waren auch plus 2. Ist jetzt nicht so berauschend. Jupp. Da müssen wir wohl noch mehr suchen. Theoretisch springen ja hier draußen auch immer viele rum. Korrumpierte. Bin ich mir noch nicht sicher, ob die Premium-Fleisch geben. Kann ich mich gar nicht mehr so dran erinnern. Müsste man mal ausprobieren. Hier sind zum Beispiel gleich mal 2 korrumpierte Stegos. Die machen ganz schön viel Schaden. Ja, da habe ich mir vielleicht zu viel vorgenommen. Abhauen
Kann ich versuchen, aber wahrscheinlich wird das nicht gehen. Wenn ich es jetzt direkt zum Rex lock, ist auch blöd. Heilen. Da kommen sie nämlich. Muss ich es doch versuchen. Vorsichtig, einzeln vielleicht irgendwie. Einen haben wir. Okay. Aber es sieht wirklich danach aus, als würden die kein Premium-Fleisch geben. Ich überlege jetzt, ob ich... Wahrscheinlich werde ich das machen. Wir sind ja relativ nah zu Hause. Dass ich das Tier wechsle. Bring Uhu weg. Und hole mir dabei, dafür ein Megatherium. Da haben wir ja genug. In der Basis rumstehen. Dann macht sich das auch einfacher, Premiumfleisch ranzuschaffen. Ja, also ihr seht, wir sind hier gar nicht weit weg. Und vor der Haustür springen auch netterweise mehrere Stegos gleich rum. Den kann ich mir vielleicht auch gleich vornehmen. Wäre es besser gewesen, ich hätte gleich aufs Megatherium gewechselt. Jetzt macht uns der Stego hier nämlich die Wasserleitung kaputt. Doch endlich mal so ein hartnäckiges Vieh. So, und ihr seht hier nebenbei, ne, die Megatheriumzucht läuft weiter voran. Nicht hundertprozentig immer kontrolliert, aber dazu sage ich später nochmal was. Jetzt geht es erstmal darum, den Box zu ziehen. Ich habe natürlich das andere Premiumfleisch jetzt noch im Uhu gelassen. Da gehört es nicht hin. Das holen wir natürlich noch mit ab. Und dann nehmen wir uns hier noch drei Stegos. Sind hier noch einmal wunderbar. Dann kriegen wir doch hoffentlich alles zusammen, was wir an Premiumfleisch brauchen. Das müsste eigentlich schon ziemlich weit reichen. Aus dem Weg. So viele Defense-Units, mit denen will ich mich jetzt eigentlich nicht unbedingt anlegen.
auch schon wieder eine. Ich kann versuchen, vorbeizurennen, aber wahrscheinlich wird der doch versuchen, mich anzugreifen. Ja. Na dann, komm her. Das soll eh keine Chance. Keine Chance. So, Lektion gelernt hoffentlich. So, und ich hoffe einfach mal, dass jetzt nichts Neues hier gespawnt ist, was dem Rex gefährlich werden könnte. Während er hier so schön vor sich hin grunzt. Oder sie. Die Rex-Dame. Die stelle ich mal noch auf passiv, falls hier irgendwie ein Kampf doch stattfinden sollte. Jetzt komme ich hier nicht ins Inventar. Warum komme ich hier nicht ins Inventar? Von hier gucken. So, Filet 21 Stück. Das müsste doch schon fast ausreichen, oder? Wenn es nicht vorher vergammelt, natürlich. Ich lege mal noch normales Fleisch mit rein. So, und dann haben wir schon 34%. Ich werde das jetzt hier auch ein bisschen abkürzen. Für euch. Voilà. Bisschen Zeitübersprung. Jetzt sind wir nämlich schon bei 94,5%. Einmal fressen und dann müsste sie fertig sein. Gefräßig. Mit diesen Zähnen werden dann hoffentlich die ganzen Höhlenviecher getötet. Auseinandergefetzt. Mal ein kleines Foto. Komm, friss. Ich kann hier schon mal die Wände wieder aufsammeln. Die brauchen wir hier natürlich nicht mehr. Okay, jetzt müssen wir nur noch warten. Komm, mach er hin. Fleisch hält noch. Da drüben ist auch schon wieder so ein Droppot, aber der müsste weit genug weg sein, dass er da nicht irgendwie wieder auslösen könnte. Endlich. Jetzt. Da haben wir sie. Level 209. Gucken wir mal schnell. Naja, immerhin über 300% ist jetzt nicht sonderlich gut, aber ja, Gesundheit, also lebenswert ist ganz, ganz nett. Ich mache mal hier einen Screenshot, falls wir mal eine Zucht ansetzen sollten. Ich denke, damit kann man dann auch arbeiten. Wir haben ja auch den verbesserten Sattel als Blaupause da. Den kriegt sie auf jeden Fall auch noch und dann müsste das gut sein. Ich habe keine Ahnung, wie die Höhlen tatsächlich dann sind. Bis auf die Waldhöhle, da waren wir schon mal kurz drin. Aber ich bin recht zuversichtlich, dass das mit dem Rex was wird. Nachhauseweg können wir dann hier auch noch ein bisschen die ganzen Defense Units platt machen. Ich sehe
der Rix auch mitmachen. Darauf. Gut. Ja, und dann würde ich sagen, können wir ja direkt in der nächsten Folge die Waldhöhle nochmal versuchen. Da spricht ja jetzt eigentlich nichts dagegen. Beziehungsweise eigentlich müssen wir das auch so schnell wie möglich machen. Weil nämlich der Kryopod, den einzigen, den wir noch haben, der noch gut ist, sich auch nicht mehr so lange hält. Bevor der halt auch nicht mehr benutzbar ist. Sollte man das tun, sonst müsste ich nämlich wirklich zu Fuß mit dem Rix dahin. Und das ist unter Umständen schon vorher tödlich, bevor wir die Höhle überhaupt erreichen. Ja, also in der nächsten Folge geht's dann in die Waldhöhle nochmal und dann hoffentlich mit größerem Erfolg. Für heute würde ich sagen, haben wir unser Ziel erreicht und ich kann mich verabschieden. Ich sage also tschüss und auf Wiedersehen. Danke fürs Zusehen.